lautet die Devise. Auf Krise folgt nur neue Krise. Wer gut und böse definiert und keine Unterschiedlichkeit toleriert. Wir schaffen Leben und Gesetze, Ideologien für Bodenschätze. Ein Staat, der den Krieg erklärt, hat sein Handeln Sinn entleert. Das Monster sind die Gedanken, die wir mit Konsum betanken, der uns Wahrheit suggeriert und jede Zelle infiziert. Nur immer höher, schneller, weiter. Die neue Führung stets gescheiter. Für alle Regeln und Gesetze, für jede Falle neue Netze. Wie entstehen Extremisten, Sadisten, Salafisten, Terroristen? Ein System, das sich selbst kastriert, bis es nicht mehr funktioniert. Das Monster sind die Gedanken, die wir mit Konsum betanken, der uns Wahrheit suggeriert und jede Zelle infiziert. Was ich verstehe und was ich nicht verhindere, jede Generation frisst ihre eigenen Kinder. Lass es verheilen und lass es gegen dich verwenden. Wie du dich entscheidest, wirst du es trotzdem nicht beenden. Das Monster sind die Gedanken, die wir mit Konsum betanken, der uns Wahrheit suggeriert und jede Zelle infiziert. Das Leben ist so lang, degeneriert und krank. Kein Geld mehr auf der Bank. Sag zum Abschied vielen Dank. Vielen Dank euch. Ja, jetzt stehe ich hier mit den Teilnehmern oder mit einem Duo, das nennt sich Mr. Fabulous and Friends. Und diesmal ist ein besonderer Freund mitgebracht. Ja, wie kommt eure Zusammenarbeit zustande? Magst du was dazu sagen? Ja, wir sind jetzt eine skalierbare Band. Also ich bin viele Jahre allein unterwegs gewesen als Mr. Fabulous. Und dann ist mir auch mal eingefallen, es macht eigentlich immer mehr Spaß, unterwegs zu sein, auf Reisen zu sein, gerade wenn man hier ins schöne Dresden kommt, wenn man jemanden mitbringen kann. Und da habe ich meine Freundin heute eingepackt, bin aber quasi so flexibel, dass ich auch meinen Schlagzeuger habe, meinen Keyboarder habe. Also Mr. Fabulous ist ein buntes Projekt, eine skalierbare Band. Ah, das heißt, ihr kommt aus einem ganzen Bandkonzept heraus. Es ist jetzt nicht, dass du der Solokünstler bist und hast dann andere Leute noch im Schlepptau, sondern es ist aus einer Bandkonstellation entstanden. Und jetzt will ich mal fragen, wie ist denn ein Song entstanden, der Monster heißt? Wer hat sich das einfallen lassen? Ja, weil ich versuche natürlich ein breites Spektrum zu machen, also sowohl was das Genre angeht, als auch was die Texte angeht. Also ich mache natürlich sehr gerne lustige Texte und ironische Lieder, aber manchmal muss es auch was Ernstes sein, was Zeitgeschichtliches sein, was Politisches sein manchmal. Und irgendwie kam halt aus einer Laune dieser Song Monster, und der soll jetzt gar nicht die irgendwelche Schattengestalten beziffern, sondern einfach nur sagen, es gibt auch Monster, die sind einfach in unserem Alltag und wir müssen halt dagegen ankämpfen. Du hast jetzt welchen Part übernommen?
Ich habe heute den Part des Bassisten oder der Bassistin übernommen und meine Backing Vocals ein bisschen mit beigetragen und natürlich die bessere Hälfte und Chauffeur. Also wie lange kennt ihr euch? 10 Jahre inzwischen. Uiuiuiui, das ist ja wunderbar. Sag mal, ich habe da noch was Interessantes gelesen und zwar zum Rock-Pop-Preis. Da gab es eine Auszeichnung Kulturpreisförderung. Kannst du mir dazu was erzählen? Ja, seit vielen Jahren bin ich auch Konzertveranstalter und was ich auch immer mir sehr auf die Fahnen geschrieben habe, ist die Talentförderung oder die Nachwuchsentdeckung. Das finde ich natürlich als Produzent auch spannend, da mal neue Gesichter bei mir ins Studio einzuladen oder aber auch einfach zu Konzerten einzuladen. Und ich mache seit vielen Jahren bei mir im Heimatort in Leutkirch die Singer-Songwriter-Nächte oder auch die Leutkirch-Rock, Leutkirch-Unplugged-Konzerte, wo ich dann einfach befreundete Musiker, neue Talente einlade und wir einen schönes Festival zusammen machen. Wow, das klingt ja wirklich spannend. Und wie sehen jetzt die weiteren Pläne aus? Habt ihr Mr. Fabulous and Friends ein Album geplant? Macht ihr Singles? Habt ihr Live-Auftritte? Was ist jetzt so die nächsten Schritte für euch? Also am meisten Spaß macht natürlich das Live-Spielen. Also wir sind einfach sehr gerne auf der Bühne in verschiedenen Konstellationen. Jedes Mal ist ein großes Fragezeichen, wer ist heute alles dabei? Puzzlesystem. Genau. Und das macht uns sehr viel Spaß und auch jedes Mal was Neues, neue Songs mitzubringen. Und natürlich das Studio muss halt auch immer nebenbei gepflegt werden, dass man auch mal neue Songs produziert. Ja, dann wünsche ich jetzt euch erstmal sehr viel Glück für das heutige Voting, für die Teilnahme. Ihr seid das erste Mal jetzt in diesem Music Match dabei. Es ist ja praktisch wieder ganz neue Staffel in der Hinsicht und da wünschen wir euch viel Glück. Aktiviert eure Fans, dass gevotet wird und ja, auch für die Zukunft alles Gute für euch. Und ja, dann sage ich Adieu zu Mr. Fabulous and Friends.